Okay, und da sind wir auch schon wieder. Wir haben in der letzten Folge geguckt, dass wir, genau, wir wollten gucken, dass wir die Produktion automatisieren und ausbauen und verfeinern. Das hier sind mir zum Beispiel zu viele Greifer. Die können wir einen wegnehmen und an andere Stelle setzen. Also selbst wenn hier jetzt mal einer durchgeht. Aber es kommen ja nicht mehr zwei auf einmal. Also riskieren wir es einfach mal. So. Und dann kommt hier Erz an. Erz ist momentan hier ganz schön voll. Scheint aber sonst noch ganz gut zu klappen. Wieso wird der jetzt hier nicht mehr befeuert? Aber weil der voll ist. Wer hätte das gedacht? Dann setzen wir hier nochmal einen hin. So. Warum der das hier überhaupt in die Kiste packt, ist mir auch ein Rätsel. Packt das zusätzlich in die Kiste? Ach so, weil das Förderband voll war. Und jetzt ist es wieder voll. Jetzt verstehe ich wieder, was los war. Den nehmen wir weg. Und dann sagen wir. Ich nehme auch mit. Oh nein, es geht nicht. Es geht nicht. Nein. Okay, nicht verzagen. Wir laden das mal einmal hier zwischen. So. Nein, nicht sofort wieder beladen. Auf damit. So. Du sollst ein Förderband bedienen. Dann kommt das nämlich auf die andere Seite. So, das sieht doch schon mal viel besser aus. Ersten Moment. Jetzt ist halt, ja, das ist nicht wirklich viel besser. Nee, nicht wirklich viel besser. Jetzt nimmt er den hier vorne gar nicht mehr weg. Warte mal, wir versuchen mal was. Ich baue mal hier so einen. Und dann soll der uns. Also jetzt nimmt ihr nur noch hier vorne weg. Der packt die hier rein. Wenn wir jetzt einen programmieren. Na, es passt nicht. Es passt einfach nicht. Moment, das haben wir gleich. Wir bauen einmal um. Dann nehmen wir hier ein Fließband. So. Lassen das dann bis hierhin laufen. Nehmen einen hiervon. Und sagen, du kümmerst dich um Metallplatten. So. Dann nimmt er die raus und packt die auch dort drauf. Also geht's dann weiter. Okay, sieht so aus, als ja. Schnell genug. Okay, super. Boah, der nimmt aber auch einen Speed drauf. wenn wir den hier wegreißen, haben wir wahrscheinlich Stromausfall. Müssen wir den hier mal eben. Bin selber im Weg. Ich stehe mir selbst im Weg. Das hatte ich befürchtet. Okay, hierhin. So. Das brauchen wir gerade aktuell nicht. Und zwar würde ich sagen, wir nehmen noch einen von unseren roten Greifern und beschleunigen das hier etwas. Oh wow. Okay. Die haben wir gut abgewehrt. Hast du gesehen, ob hier die Rifle ein bisschen runtergegangen ist? Jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. So, er nimmt jetzt die hier und packt die so drüber. Dort rüber und von dort in die Kiste dorthin. Zwei. Dann ist dort allerdings auch nur wieder einer. Dorthin und dann hierhin. Was hat der hier für eine Funktion? Moment, das kriegen wir hin. Der läuft rein und kommt hier wieder raus. Okay, Kupfererz. Das ist nicht so gut. Obwohl, das kriegen wir hin. Wir müssen ja lediglich
hier so einen hinsetzen und den sagen, nur die Metallplatten bitte. Das machen wir auch mal direkt, bevor das hier noch zu Missverständnissen kommt. So, also, dann brauchen wir ihn hier. Ach, den hatte ich extra umgeleitet. So. Okay, so. Der hier. Und jetzt müssen die hier durchlaufen, dort bei ihm ankommen und er packt die raus und schmeißt die dort unten mit auf das Fließband drauf. Okay, sehr gut. Zwischenspeicher ist geschaffen. Produktion kann weitergehen. Okay, sehr gut. Das gefällt mir hier immer noch nicht so ganz, muss ich sagen. Was passiert, wenn wir hier einen Brennofen hinsetzen? Bedient er dann den hier vorne? Einer müsste doch theoretisch noch gehen. So, dann geht es hier auch ein bisschen schneller. Und jetzt sagen wir, nehmen die. Stop, stop, stop. Und nicken wir den hier. Oh nein, oh nein, oh nein. So. So. Und so, da kommen die Tränke an. Das will ich so nicht haben. Obwohl, theoretisch kann der die hier ja nicht erreichen. Kann der die hier erreichen? Moment, Moment, wir müssen das im Auge behalten. Nee, er nimmt sich die immer direkt runter. Okay. Dann könnte man hier auch sagen, der könnte hier nur Heiltränke reinpacken. So. Okay, dann packt der nur Heiltränke rein. Dann kann das aber trotzdem Blödsinn, kann ja sowieso kein Erzkreislauf werden. So, und dann wollte ich einen Schmelzofen bauen, den bauen wir dann noch mit hier an. Ich würde sagen, hier so hin, dann mit einem schönen Greifer dran, ein bisschen Strom. Okay, so. Dann nimmt er den jetzt hier weg. Okay, dann kommen hier noch mehr Kupferplatten an. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Das wird jetzt alles hier rüber gepackt. Geht hier rüber, hier hin. Warte, hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist irgendwas nicht richtig. Ach Mann, ich Idiot. Okay, ich weiß schon, was da falsch gelaufen ist. Wir dürfen den hier ja nicht programmierbar lassen. Dann verstopft ihr alles. So, jetzt aber. Dann packt ihr uns da alles drauf. Frage ist jetzt nur nochmal, soll dort alles drauf? Also er nimmt es hier weg, schiebt es hier rüber, packt es dorthin. Okay. Er sagt, ich pack's hier nur raus. Alles, was Kupfer ist. Okay, Kupfer, 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 Kupfer. Oh, da müssen wir den hier als nur Kupfer bitte rüberpacken, einordnen. Ansonsten. Oh Gott, das sieht doch noch kompliziert. Nur Kupfer rüberpacken. Habe ich den so eingestellt? Warte, mache ich gerade einen Denkfehler? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Leute, das haben wir gleich. Er packt das jetzt drauf, die packen es rüber, der packt es hier in diese Produktionslinie rein, das ist ja soweit richtig. Alles andere, was hier so durchkommt, nehmen die sich ja sowieso dort weg und packen es in die Kisten, weil ich die da drauf programmiert habe. Aber dann haben wir hier halt nochmal auf Nummer sicher, dass der halt hier nicht mal ankommt und sagt, ja, wir nehmen doch eine andere Sorte.
Das läuft dorthin. Wenn wir jetzt sagen, wir machen hier noch ein Förderband hin. Für den Überschuss. Also hier ein Greifer. Okay, so, warte, Moment. Hier ein Greifer, der schippt das raus. Das geht hier so rum. Den nehmen wir. Und setzen den hier drauf. So. Dann machen wir den hier drin, okay. Dann müssen wir den hier reinlaufen lassen. Auf das kleine. Oh, da oben wird wieder hart geschossen. Auf das kleine Förderband. So, das funktioniert gut. Okay, so. Ne, warte, warte, warte. Nein, nicht so. Obwohl, so kann ich machen. Doch, 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 klar. Alles raus. So. Dann geht er hier rein. Dann muss er logischerweise ja auch dann hier hinten wieder rausgehen. So. Hier hin. Dann. Okay, so. Und ich würde sagen, hier hinten einfach wieder rein. Nicht, dass das irgendwie noch zu Komplikationen führt. So. Dann läuft das Förderband hier durch. So. Okay. Und dann hier rum. Hier rein. Hier wieder raus. Und so. Okay, dann schauen wir mal, wie das jetzt hier läuft. Das läuft hier so, das läuft alles schön durch. Hier drauf, rein theoretisch ist hier ein bisschen zu viel los. Können wir das hier auch nochmal eben optimieren, indem wir sagen, so. Du nimmst das dann hier runter und packst es auf einen zweiten Fließband drauf. So, dann läuft es hier zweilagig rüber und wird hier hinten schneller leer gepackt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Okay. Hier gehen die Tränke drüber. Hier geht das lang. Hier. Hier kommt. Hier ist scheint Eisenerz durchgeguckt. Ne, das sind die Platten, oder? Das sieht nur so ein bisschen so aus. Ich hatte für eine Sekunde die Befürchtung, dass dort das Eisenerz durchgeht. So, dann gucken wir mal hier, die packen das voll. Boah, ich dachte gerade, was ist das hier unten, ey? Ja, bis das voll ist, es vergeht natürlich noch eine gewisse Zeit. Das ist kein Problem. Wir lassen den hier einfach voll laufen und dann würde ich sagen, machen wir hier nachher so einen Automatismus hin, dass wir uns das irgendwie wieder rauspackt aus den Kisten. Vielleicht nehmen wir hier mittig die Stromleitung. Na, das passt ja auch nicht. Mittig die Stromleitung weg und lassen die dann umpacken. Dafür hätte es ein bisschen breiter sein müssen. Ich denke, das wird in diesen Kisten bleiben, aber dann können wir uns hier jedes Mal wieder was rausholen. So, haben wir wenigstens einen kleinen Puffer, bis wir hier vorne die... Oh, die Forschung läuft doch gar nicht. Boah, so viel zu tun. Machen wir Verbrennungsmotoren oder Beton? Fortschrittliches Baumaterial, das auch für Fußboden verwendet wird. Wandelt Brennstoff in mechanische Energie um. Brennstoff, ja... Schaltungsnetz gibt dir mehr Kontrolle. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Das ist natürlich auch gut. Erweitert das Inventar. Was ist aber jetzt zu Anfang das Sinnvollste? Eigentlich würde ich den gerne erforschen.
weitere Militärtechniken. Ich denke, dafür müssen wir den aber erstmal erforschen. Machen wir den mal eben schnell. Okay. Hier ist wieder voll. Dann würde ich sagen, einen etwas langsameren hier hin. Oh, warte. Das ist doof. Das war nicht so schlau. So. Okay, dann packt er die hier runter. Ist das Band bis hinten hin vollgelaufen schon wieder? Und hier haben wir gleich noch das nächste Problem. Ja, ein bisschen geht noch. Okay. Das funktioniert alles. Das Band ist tatsächlich voll gewesen. Ja, es geht jetzt weiter. Hier ist die Produktion am Stehen. Einmal nachlegen. Wir brauchen unbedingt diese Elektroöfen. Also ich weiß, dass es die gibt, weil ich das in der Vorschau schon gesehen habe. Boah, das macht hier auch immer Geräusche. Ich denke mal, dass der Feind angreift. So, Militärtechnik ist sofort abgeschlossen. Dann forschen wir direkt weiter. Schwarze Tränke können wir jetzt machen. Okay, super. Handgranaten wollen wir erstmal noch nicht. Schnellere und flexiblere Wege des Transports. Okay, das sind Schienen. Und dann kriegen wir hier auch so einen Stapel. Stapel erhöhen, mehrere Gegenstände gleichzeitig bewegen. Ach so, okay, das ist gut. Was? Oh Gott, Panzer, oh Gott. Was ist denn los? Krass. Bist du hier? Boah, was da noch alles kommt. Kohleverflüssigung. Dafür brauchen wir das Forschungspaket. Dafür brauchen wir das. Okay, wir müssen das auf jeden Fall erforschen. So, auf geht's. Logistik Teil 2. Forschen wir mal weiter. Forschung ist das A und O. So, hier geht's weiter. Ob ich jetzt einfach mal den hier vorübergehend noch mit zustelle. Ist auf jeden Fall ein schnellerer Pokerspieler. So, das läuft dann hier hinten zu. Und wird hier in Kisten verpackt. Ich habe Lust, hier noch ein paar zuzustellen. So. Und. Okay, sehr gut. Falsch rum. So. Okay. Dann nimmt er sich da auch schon mal welche raus. Hier kann auch einer hin, aber hier kommt ja so gut wie. Wieso ist jetzt hier plötzlich Kohle gekommen? So ganz plötzlich. Warte, warte, was ist da los? Hier kommt auch wieder Kohle, aber immer nur so momentaufnahmemäßig. Ach so, das ist die Kohle von hier. Der ist schon lange wieder voll. Na, so, dann lassen wir den hier noch ein paar Minuten draufschütten. Dann geht das hier auch weiter, das wird weiterhin verpackt. Hier sollten wir gucken, dass wir hier. Machen wir mal eine. Ich kann auch Stahlkisten machen. So. Zwei. So, dann machen wir hier unten. Obwohl, habe ich Lust, das hier rüber zu leiten. Hier drauf und dann hier runter sortieren zu lassen. Und dann hier in eine Kiste. Okay, da habe ich wahrscheinlich Lust drauf. Dann können wir uns ein bisschen Förderbänder sparen. Das finde ich gut. Okay, dann machen wir das so. Hopp, 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 hopp. Dafür machen wir hier hinten erstmal die Logistik dafür. 2, 3. Na, hätte ich gar nicht so viele machen brauchen. Diese hier sind günstiger, die brauchen wir ja für diese Einstellung gar nicht, die anderen. So. Okay. Erste ist fertig. Dann sagen wir ihm: Rauspacken.
Auspacken in der Kiste kann ich auch direkt sagen. Das ist doch gar nicht so dämlich. Rauspacken in der Kiste soll der Stahlträger. Dann habe ich einen im Inventar. Okay. So. Und so. Sehr gut. Dann sind wir mal ein bisschen leichtsinniger. So, na, ich steh mir wieder, wie immer, selbst im Weg. Okay, dann können wir hier eigentlich einen gelben reinsetzen. Dicken gelben. Der schmeißt die dann hier drauf und schiebt die durch. Und er packt die dann hier rein. Jetzt halt durchsortiert. Finde ich eigentlich auch cool. Wieso haben wir uns nicht einfach dieses Förderband gespart und haben gesagt, hier Krabbelarme hin, dann hätten wir keine zwei Bahnen, aber ist jetzt auch egal. Zu spät ist zu spät. Gut. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle auch mal eine kleine Aufnahmepause. Oh Leute, sieht das nicht klasse aus, wenn sich hier alles so schön weiter bewegt und das alles seinen Gang geht? Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.